durch Onlineshop zur Porsche. Porsche Trade Up. Überraschend, medium viele Dislikes für ein Dave-Video. 1000 Stück. Ist nicht viel zu 42, aber was ist los? Das ist hardcore illegal, was er da macht. Okay, ich bin gespannt. Ist halt kein Trade-Up, sondern er arbeitet fürs Geld. Schauen wir mal. In den letzten Folgen haben wir erst mit körperlicher Arbeit und dann mit AI versucht, uns den Traum vom Porsche zu erfüllen. Das ist super fucking interesting. Das macht jetzt auch ein Kumpel von mir mit dem AI und Stockfoto und so. Was aber, wenn das alles von vornherein der falsche Weg war? Der hat auch instant Bilder verkauft. Also instant. TikTok. Das macht halt nicht so viel Geld, weil du kriegst halt ein paar Cent pro Bild so, aber. Muss dieser Welt doch recht behalten sollten. Viel Spaß mit einer. Wieso kannst du Dislikes sehen? Es gibt einen Chrome-Add-on. Das ist nicht super krass akkurat. Das heißt, Return YouTube Dislike heißt es. Also, das trackt halt die Dislike-zu-Like-Rate von den Leuten, die das Add-on haben. Und dann ist es so grob, wie viel Dislikes das hat. Ich denke nicht, dass es super accurate ist, aber es gibt einem einen guten Einblick. In einer neuen Folge von Porsche Trader. Und bevor wir so richtig ins Video starten, genau in diesem Moment ist die neue Kollektion von Tarmac gedroppt. Freut neue mich. Shirts, Zip-Hoodies, Hosen. Freut mich, Dave, aber wo ist mein Paket? Ganz viele. Freut mich für dich, Dave, aber bei mir hat es noch nicht geklingelt. Produkte unheimlich nice, direkt unterm Video. Und freut mich, Dave, wieso habe ich davon nichts im Kleiderschrank? Oder in der Videobeschreibung zu finden, check das aus. Von einigen Produkten sind tatsächlich nur relativ wenig Sachen da, also seid schnell. Und viel Spaß damit. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Porsche Trade Up. Folge 5. Ich freue mich so krank auf dieses Zuschauerpakete-Unboxing, ne? Mittlerweile. Und als in der letzten Folge um AI-generated Kunst ging, wird es heute um echte Kunst gehen. Und zu einem Update des AI-Videos kommt es im nächsten Video. Ich sag mal so viel, es gab direkt nach dem Video ein, zwei kleine Problemchen, aber wir hoffen, dass wir das lösen können. Ich habe in der letzten Zeit immer mal wieder TikToks vorgeschlagen bekommen, in denen mir erzählt wurde, wie leicht es doch sei, mit einem Winning-Produkt Geld über einen eigenen Dropshipping-Store, über irgendwelche Online-Stores oder Etsy zu verdienen. Und heute schauen wir, ob es tatsächlich so ist und probieren, damit reich zu werden. So kann wirklich jeder zum Millionär werden. Drei Möglichkeiten, um als TikToker viel Geld zu verdienen. Dein Mindset. Im Dropshipping-Business auch. Top 1 Weg, um viel Geld zu verdienen, nicht auf Leute zu hören, die im Internet dir sagen, wie man viel Geld verdient. Ich werde mal reich. Auf Social Media tummeln sich eine Menge Leute, die nur darauf warten, Geld auszugeben, wenn man ihnen das richtige Produkt zeigt. TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts sind eine unheimlich krasse Möglichkeit, eine Menge Leute zu erreichen und das kostenlos mit ziemlich geringem Aufwand. Man muss nur den Content machen. Problematisch an der Sache, man kann jetzt nicht super Zielgruppen genau Dinge platzieren und Content machen. Gegen Bezahlung wiederum bieten all diese Plattformen eine Möglichkeit, sehr genau die Leute zu erreichen, die Produkte interessiert, und zwar durch Werbung. Ob wir Werbung kaufen müssen? Ich muss auch sagen, ich bin ganz großes Werbungsopfer, ne? Ich lasse mich da auch richtig catchen von. Sehen TikTok von irgendwas, bin so, mag ich, kaufe ich. Oder wir mit Original Content schon die richtigen Kunden erreichen können, wird sich noch zeigen. Wir probieren es natürlich zu vermeiden. Als allererstes brauchen wir aber ein Winning-Produkt. Was dieses Produkt aber ist, weiß ich selber noch nicht. Deswegen Schritt 1, TikTok, Shorts, Reels für Inspiration durchschauen, bis wir was Passendes finden. Grundsätzlich haben wir sowas. Grundsätzlich wollen Leute auf TikTok nicht mehr als 30 Euro ausgeben für ein Produkt. Egal wie gut es ist handgemacht, es ist selber gemacht, es dauert wirklich 40 Stunden zu machen. Nein, das Geld ist es nicht wert. Die drei Optionen. Und das ist Punkt 1, Dropshipping. Wer hätte es gedacht? Amazon FBA. Und Punkt 3, Print on Demand. Dropshipping. Vor Amazon, dieser Link, den Leute unter ihren Videos hatten, ich weiß nicht, erinnert ihr euch da noch dran, Chat? Das ging eine Zeit lang so krass auf YouTube. So ein KuchenTV hat dann irgendwie sowas in seine Beschreibung gepackt. Das bräuchte Apo Red, um beim nächsten Video mehr Intelligenz zu haben. Doppelpunkt, dann hat er einfach random ein Buch verlinkt, wo stand, so werden sie intelligenter. Und dann haben Leute da drauf geklickt, weil sie wissen wollten, was für ein Gag das ist. Und dann ist es halt so, dass die nächsten 24 Stunden, die du was auf Amazon kaufst, immer noch im Cash quasi gespeichert ist, dieser Reflink. Heißt, die Leute kriegen dann Prozente über das Affiliate-Programm von YouTube für die Sachen, die du gekauft hast. Ist für euch dann nicht teurer, aber die Leute bekommen halt Prozente. Und das ging eine Zeit lang so krass ab. Also es haben Leute wirklich Tausende im Monat gemacht, nur mit dem Affiliate. Fällt direkt raus. Leute müssen lange auf ihre Produkte warten. Es ist rechtlich nicht ganz einfach. Ja. Irgendwie ist das alles nicht so auf den Customer zugeschnitten, dass es eine geile Customer Satisfaction hat. Punkt 2, Amazon FBA. Grundsätzlich mega geil. Man kauft irgendein Produkt, schickt es bei Amazon ins Lager und die kümmern sich um alles, was es zu tun gibt. Mega geil für den Customer, mega scheiße für uns, weil wir müssen in Vorleistung gehen. Und dazu kommt, dass ich bei allem, was Amazon anbietet, Permaband bin.
Vielleicht erinnert ihr euch an das Video, in dem ich versucht habe, mit Amazon Affiliate Geld zu verdienen und das sehr gut funktioniert hat und ich dann gesperrt wurde. Also fällt diese. Stimmt, da hat Dave bei Audible für jede Anmeldung 10 Euro bekommen und hat den Leuten, glaube ich, gesagt gehabt, so ey, kannst du dich nicht anmelden? Oder irgendwie auch zu sagen, yo, kannst du für, ich gebe dir 5 Euro, wenn du dich da jetzt anmeldest. Ich glaube, so irgendwie war das dann. Option auch raus. Option 3, Print on Demand. Jemand bestellt ein Produkt und nur wenn er diese Bestellung absetzt, wird dieses Produkt auch produziert. Problem, wir haben kleinere Margen. Gut, aber die Produkte sind sehr schnell da. Wir können einige verschiedene Produkte anbieten, von Textilprodukten, also T-Shirts, Hoodies, bis zu Tassen, Postern und so weiter. Und warum ich mich für Poster entschieden habe, das seht ihr hier. An der Stelle übrigens, Chat, falls ihr euch noch nicht bei Schub angemeldet habt und ihr habt noch eine E-Mail frei oder habt generell noch eine E-Mail frei und ihr könnt euch da bei Schub anmelden, würde mich sehr freuen. Ich kriege dann nämlich Provision und Geld zu. Und das Geld haben wir die letzten Male verwendet, um für die Mods Amazon, für die Mods Wishlist zu kaufen. Wir machen das ganze Format jetzt nochmal mit nochmal 10.000 Euro. Meine Daten verkaufen wir Cashback. Schub verkauft nicht deine Daten. Steht da auch in den AGBs. Schub arbeitet über Affiliate und Weiterleitungssysteme. Die haben nur die Daten, die sie brauchen, um dir dein Cashback zurückzugeben und die verkaufen nicht deine Daten. Aber deswegen, falls ihr das macht, könnt ihr der Link unter meinem Stream einmal draufklicken. Dann kriegt ihr 10 Euro Cashback auch und ich bekomme auch Geld. Und das wäre sehr geil. Und das könnt ihr einfach machen, indem ihr eure Mail da einträgt und dann in eurem Postfach nochmal bestätigen drückt. Dann ist es schon gemacht. Mehr braucht ihr nicht. Erledigt. Kurs. Eine Website gefunden, Dropship.io, die scheinbar uns die Sales von Shops anzeigen kann oder eine Schätzung abgeben kann, die ziemlich gut ist. Wie das funktioniert, ob das legal ist, keine Ahnung. Und nach dieser ganzen Recherche jetzt... Digga, Dave in jedem Video, was er macht. Ob das legal ist, weiß ich nicht. Ein Print ist wahrscheinlich eine gesetzliche Grauzone. Demand. Dave muss ja auch einen Anwalt haben, der nur für ihn auch zuständig ist. Sonst ist der ja Fakt. So wie Tatsachen. Glaube ich, das Beste, was wir machen können. Ich habe auf TikTok einen Typen mit dem Namen 24Poster gefunden, der Prints in alle verschiedenen Richtungen, Sneaker, Rapper, Autos und so weiter verkauft. Und nicht nur sind seine eigenen TikToks super viral gegangen, nein, wenn wir dieser Website wirklich vertrauen können, hat er in den letzten 30 Tagen 77.000 Dollar Umsatz gemacht. Nicht, dass wir ihn jetzt 100% rippen wollen, aber wir nehmen seine Idee und probieren sie zu verfeinern. Probieren mehr Poster in die Richtung zu bauen von den Postern, die wirklich gut funktionieren. Es ist aber auch schwer, geile Poster zu finden, das stimmt. Ich denke, dass das die beste Option sein wird. Wir müssen Poster produzieren, Shop bauen, Print on Demand anbinden, TikToks produzieren, Werbung schalten und Werbung targeten. Und wir müssen weiter solche Wolf of Wall Street Ansagen machen und hier die Leute dazu auffordern, jetzt richtig Kohle zu verdienen. Multilevel Marketing, nur wenn wir in einem Strang ziehen, wird das was. Schritt 1, Poster gestalten. Bei unserem Vorbild 24Poster sind die Rap-related Prints mit Abstand die Bestseller. Außerdem brauchen wir aber noch Motive aus anderen Nischen wie Sneaker, Auto, Einrichtungen, also Bauhaus oder sowas. Schauspieler, Legendenfilme, Kunst, minimalistische Gradients und so weiter. Also erstmal designen, was das Zeug hält. Und all diese Arbeit, also auch alles abseits von Postern gestalten, wie Shop bauen, macht AI! TikToks produzieren, schneiden und bearbeiten, findet auf meinem MSI Stealth Studio statt. Mit einem i7 der 13. Generation, einer Nvidia RTX 4070 und 32 GB RAM habe ich so immer und überall genug Power in sleekem Design. Den meisten von euch wird MSI als einer der führenden Entwickler und Hersteller von IT-Produkten gönnt dem Mann die Werbung, Chat. Ein Begriff sein. Für die Leute, die aber noch nicht wissen, was MSI ausmacht, erzähle ich es euch jetzt. Obwohl MSI häufig und das auch richtigerweise mit Gaming in Verbindung dann gebracht wird, dann können wir ja Subs vorlesen in der Zeit. Habe ich knapp 100 Prints gestaltet. Wir brauchen aber noch und einen Ort, an dem die ich diese Poster dann auch anbieten kann. Dankeschön. Im Prinzip sollte es so einfach wie genial sein. Wir klicken uns hier durch und erstellen einen Shopify-Store. Müssen wir uns Namen überlegen, den ich euch natürlich nicht nennen kann, damit ihr nicht wisst und ich die Reichweite nicht nutze. Und genau damit starten wir jetzt. Shop eröffnen, sich durchklicken, Account eintragen, fertig, Testversion startet, Shop steht. Wir können uns um Print on Demand kümmern. Ich habe das Gefühl, dass der andere Shop Gelato benutzt, weil er bietet mit Rahmen und ohne Rahmen an. Okay, mit Gelato können wir Kleider, Kalender, Wandkunst. Das ist, was wir suchen. Poster mit Holzrahmen, im Prinzip alles, was wir wollen. Wie möchtest du Bestellungen importieren und verarbeiten? Automatisch alle zukünftigen Bestellungen. Krass, kannst du alles verknüpfen, dass wenn man was über den Shopify-Account kauft, dass der bei der anderen Seite
das dann druckt und dann quasi Print on Demand möglich macht. Automatisch in Gelato importieren, Bestellungen automatisch an die Produktion senden. Heißt so viel wie, wenn das wirklich funktioniert, jemand bestellt bei mir, die Informationen gehen automatisch weiter an die Person, die es printet und ich hoffe, die kümmern sich um alle Rechtssachen und Datenschutz und so weiter. Und geil. Der fulfillt das, druckt das und schickt das an die Person. Also cool. Ist krank. Die haben eine komplette App gebaut, die so funktioniert. Und wenn ich das richtig im Gefühl habe, werden wir gleich das Produkt automatisch, was wir jetzt gerade hier einfach so hin und her ziehen, in dem Shop hinzufügen können. Boah, ist das krass. Ach du Scheiße. Die App von Gelato, die wir gerade hinzugefügt haben, macht alles. Wir laden das Foto hoch. Die erstellt uns automatisiert Produktbilder. Sie gibt uns die Produktkosten an und wir können den Preis bestimmen und wir können quasi sofort verkaufen. Das war wirklich eine Sache von 2 Minuten jetzt. Und wenn wir auf den Online-Shop gehen und hier reinschauen, sollte jetzt sofort das Produkt an. Ja, wir bekommen das Produkt sofort angezeigt. Das ist nicht mal trippy. Komplett geisteskrank. Der Shop steht. Wir haben Designs, wir haben einen Shop, aber wir haben noch keine Ahnung. Kunden. Deswegen heißt es jetzt TikToks produzieren, ab in den Baumarkt einen Haken kaufen, Testprints bei der Druckerei um die Ecke holen und TikToks produzieren. Testprints sind da, sehr schönes Format und von jedem Thema dann so 1-2 Bilder. Jetzt kann es in die Produktion der TikToks gehen und im Prinzip zu dem entscheidenden Punkt, dem Punkt, an dem wir verkaufen, indem wir Leute davon überzeugen, bei uns Geld für Poster auszugeben. Genau das machen wir jetzt. In guter TikTok-Manier natürlich auf dem Handy, damit das möglichst nativ wirkt. Dann die ersten gedruckten Poster da. Und TikTok mag das nicht, wenn es zu professionell wird. Das ist jetzt hinten so ein bisschen umgestellt, sodass es scheiße aussieht. Das sind ja auch immer noch Werbe-TikToks hier, ne? Ohne Bild und dann mit unseren sehr günstigen Postern, die auf postermastershop24.com zu kaufen sind, diese Fläche schöner zu machen. Und jetzt probieren wir so viel Material zu sammeln, wie es geht, aus der Hand filmen, wie wir das einrahmen, an die Wand hängen, um dann wirklich richtig Content rausballern zu können. Also so, dass wirklich wir am Tag so 3 Stück raushauen können, damit wir möglichst viel Potenzial haben, dass irgendwas davon viral geht, ohne dass wir es bewerben müssen. Und natürlich werden wir dann danach auch noch probieren nachzuhelfen mit ein bisschen Kohle. Ja, das ist auch geil mit der Schrift und so. Ja, ist auch smart mit so einem sicken Regal. Guck mal, da fühlen sich alle angesprochen hier. Aber die sind auch geil. Also ich muss auch, da muss man auch mal sagen, das sind auch geile Poster, also Real Talk. Das sind geile Designs. So das Sussi-Ding sieht sick aus, der Mini sieht sick aus, Simba-Poster sieht auch sick aus. Also sind alle cool. Also kann man gar nicht, dass die das gut. Alle geklaut? Also er meint, er hat sie selber gemacht. Boah, Digga, das ist ja übelst geil. No joke, da will ich selber kaufen. Das Ding ist halt Real Talk. So Poster machen das Zimmer halt ernst viel geiler. Und man macht das nicht. Man druckt sich einfach selber keine Bilder. So einfach auf TikTok so eine Möglichkeit zu bekommen. Du siehst das Video und dann braucht das 3 Klicks, dass du no joke richtig. So, die Rechte an den Bildern. Ah, gut, Dave, ne? Geiles Poster. Fertig im Rahmen zu den Hause kommt, ist ernst übelst geil. Ich habe jetzt gerade eben halt eine geisteskranke Idee gehabt. Weiß ich nicht, inwieweit wir die jetzt noch umgesetzt bekommen. Wir müssen es schaffen, dass diese TikToks organisch abgehen. Klar, wir haben jetzt coole Poster, wir haben coole Videos gemacht, ne? Aber es ist trotzdem noch immer ein TikTok, das wir für den Verkauf von Produkten machen. Also, dass das viral geht, ist unwahrscheinlicher als irgendwas, was ohne irgendeine Verkaufsabsicht passiert. Jetzt habe ich gerade eben die Idee gehabt. Gibt es einen Bot, der automatisch TikTok-Kommentare scannt und dann etwas machen kann? Sodass wir im Video sagen können, folg diesem Kanal, like das Video und kommentiere, welches dein Lieblingsposter ist und bekomme automatisch einen 50% Discount-Code per DM geschickt. Das ist wirklich komplett geisteskrank. Ich konnte alles einstellen. Ich habe unser TikTok-Profil zu einem Business-Profil gemacht, was uns die Möglichkeit gibt, in TikTok selber, in der App, ohne irgendeinen Bot, personalisierte Nachrichten automatisiert zu versenden. Am Ende der Videos sagen wir jetzt immer, markiere 2 Freunde, like und folge für 20% Rabatt. Und schick uns eine kurze Nachricht und erhalte. Das klingt so scammy, aber wie das in dieser Stimme gesprochen wird. Schick uns deine IBAN, deine Schuhgröße, dein Sicherheitscode, deine Hausnummer und deine Steuernummer und wir geben dir 20%. Sofort einen 20% Code für unseren Shop. Durch das Taggen machen wir Neukundenakquise auf unserem Kanal, interagieren in allen verschiedenen Möglichkeiten und wir triggern weiter Käufe, weil wir 20% Codes geben. Das ist
das Trio der Hölle, wenn das tatsächlich funktioniert. Und das Trio der legalen Hölle, glaube ich, auch ein bisschen, Dave. Das Trio der Hölle deines Anwalts. Alles automatisiert in der TikTok-App ohne Bot. Vollautomatisierte Nachrichten, das ist komplett geisteskrank. Also eigentlich muss das funktionieren. Und genau in diesem Moment nehme ich das Passwort zum Shop raus. Was bedeutet, genau jetzt ist der Shop für alle zugänglich. Jetzt heißt es, Leute auf die Plattform bekommen. Und dafür laden wir das erste TikTok hoch. Es ist getan. TikTok muss für uns arbeiten. Im besten Fall, ohne dass wir es nochmal bewerben. Und dann kriegen wir es hoffentlich hin, dass das wirklich funktioniert und wir damit ordentlich Kohle verdienen können. Als allererstes jetzt, während das TikTok im Hintergrund arbeitet, zeige ich euch einmal die Früchte unserer Arbeit, den gesamten Shop. Wenn wir die URL eingeben, landen wir auf unserem Shop. Wir haben ein kleines Logo gebaut und wir haben außer Home und alle Posterseite gar nicht. Darunter nochmal die Beschreibung, dass gerade Sale ist. Da können wir auf Shop Now drücken, sehen alle Poster und darunter Kategorien. Wenn wir also nur für Autoposter gekommen sind, können wir das anklicken. Dazu haben wir bei jedem Produkt einen Vergleichspreis hinzugefügt, so dass überall die Sale-Markierung kommt. Wenn man über die Produkte fährt, hovern die Bilder so. Also es fühlt sich wirklich gut und sleek an, auf dem Rechner, aber auch auf dem Handy. Und das ist natürlich am wichtigsten, weil die Leute kommen von TikTok und werden im Zweifelsfall übers Handy shoppen. Wenn man sich für einen Poster entschieden hat, sehen wir hier nochmal den Vergleichspreis. Wir können die verschiedenen Größen auswählen. Aber Davis, also das ist ein bisschen dreist vom Preis her, aber oder? Hat der andere nicht seine Bilder verkauft für so 18 bis 20 Euro und Dave einfach so für 67? Wir können mit und ohne Rahmen bestellen, das wird dann auch dementsprechend angezeigt. All in all, echt eine Menge Aufwand. Mit Rahmen und diesem Groß. Aber es macht unheimlich viel Laune. Super viel kreativer. Wie alle aber wissen, wie die Seite heißt. 24 Posters heißt die Website. Das Logo sieht auch so krank nach einem Dave-Logo aus, wirklich. Ja, aber sieht professionell aus, so kannst du nichts sagen. Das ist die nicht. Ah, das ist die andere von dem anderen Dude. Die andere von dem anderen Dude und Dave hat einfach eins zu eins die Designs gerippt. Good Dave. Kram, der echt für mich mein größtes Hobby ist. Jetzt hoffen wir, dass wir verkaufen und reich werden. Der Shop steht, der Shop läuft, die TikToks sind online, aber zu welchem Preis? Eigentlich sind wir ziemlich gut mit sehr wenig Geld ausgekommen. Shopify, kostenlose Testversion, Shopify Apps, kostenlose Testversion, Gelato bezahlen wir nur oder bezahlen die Kunden nur, wenn sie tatsächlich irgendwas kaufen und deren gesamte Software und so ist auch kostenlos. Wofür wir aber Geld ausgegeben haben, sind Rahmen, Haken und Testdrucke. Rahmen mit 24 Euro, Testdrucke mit 18 Euro, Haken mit 3 Euro, macht einen Preis von 45 Euro, die wir jetzt in Vorleistung gegangen sind. Werbung haben wir erstmal nicht geschaltet. Wir probieren und hoffen erstmal mit organischem Content irgendwie klarzukommen und ein paar erste Sales zu machen. Dazu aber mehr im nächsten Video, in dem wir hoffentlich diesen Shop aufs Maximum skalieren. Also vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, vergesst nicht, Tamek abzuchecken. Vielen Dank an MSI fürs Unterstützen dieses Videos. Wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder. Okay, geil, nice, gutes Video. Aber meinte Dave nicht im letzten Video schon, dass er in diesem Video sagt, wie das weitergegangen ist mit den AI-Postern? Weil er hat es ja wahrscheinlich nicht in dem Video gesagt, sondern er sagt es ja schon in der Trade-Up. Hat ganz am Anfang gesagt, kommt im nächsten. Okay, got it. Dann warten wir noch ein Video ab, I guess. Das interessiert mich inzwischen schon sehr. Ich weiß halt, dass es funktioniert, weil wie gesagt, halt auch Freunde von mir das teilweise gemacht haben und so. So hochskaliert, wie Dave das gemacht hat, habe ich es jetzt auch bei niemandem bisher gesehen.